ich habe gedacht, das ist etwas sehr Anspruchsvolles. Darum habe ich auch einen Moment lang leer geschluckt. Und vor allem, weil es sicher sein, dass man nicht etwas machen müsste, wo man sagt, das geht jetzt einfach nicht. Das ist wie ein Faust aufs Auge. Immerhin haben ja so Häuser doch noch eine Symbolik, wie man gerade gemerkt hat beim Sturm auf das Kapitol in Washington, dass so Häuser halt eine wichtige Identifikationsaufgabe haben für eine Demokratie. Und dass die Kunst dort so mitspielen kann, das ist toll. Entsprechend hat es uns dann gefreut, wo im Hinblick auf das Jubiläum, dass dann die Idee ist aufgekommen vom Parlament, dass wir jetzt das grosse Projekt wagen. Das hat eigentlich angefangen 2010, schon lange her, weil wir dann nach der Renovation von dem Parlamentsgebäude gemerkt, dass es keine Spuren von heute gibt. Und dann ist die Idee gekommen, ein Kunstkonzept Parlamentsgebäude zu machen. Der Bernard Ebi, der Architekt, und ich sind dann durchs Haus und haben gesehen, viel Platz jetzt nicht. Dann sind wir vor das Haus und haben die Fassade angeschaut und gemerkt, das Tympanon ist leer. Die prominenteste Stelle der politischen Schweiz, visuell, die hat man nicht besetzt. Das ist bis heute nicht ganz geklärt, warum. Am Geld kann es sicher nicht gelegen haben. Der Ort ist ein Ort, der sich anbietet für ein Kunstwerk. Ein Ort, der ja auch vorgesehen war für ein Kunstwerk, schon durch einen Architekt Hans-Wilhelm Auer. Es hätte 22 Figuren sollen werden, die die damals existierenden Kantone hätten repräsentiert, die sich um den Altar des Vaterlandes gruppiert hätten. Das ist so der Terminus von der damaligen Zeit. Es ist dann nicht zur Ausführung gekommen, das Werk. Und es ist nicht ganz klar, warum. Es ist ein paar Jahre später ein anderes Werk entworfen worden. Ein Mosaik wäre das gewesen. Auch das ist nicht zur Ausführung gekommen. Und es kann ja schon sein, das ist mindestens eine von den möglichen Hypothesen, dass gerade die enorme Prominenz vielleicht auch schon damals dazu geführt hat, dass man sich nicht richtig einigen konnte, auf was man jetzt hier machen will. Der Ort an sich ist natürlich so besonders, dass man dem auch gerecht werden muss. Dementsprechend haben wir eine Jury aufgestellt, die sehr breit aufgestellt war mit Kunst, Kultur, Fachleuten, Politik, um dort eben ein Werk auszuwählen, was allen Aspekten irgendwie gerecht wird. Also ich hatte keine Ahnung gehabt, wieso mich der Ständeratspräsident Jean-René Fournier in sein Büro gerufen hat. Und er hat gesagt, ich habe eine Aufgabe für dich. J'aimerais que tu présides zur Jury. Ich habe eine Frage gestellt, sofort. Und die Frage war, muss dann die Verwaltungsdelegation das prämierte Projekt auch ausführen? Oder ist sie frei? Und die Antwort war, die Verwaltungsdelegation ist frei. Und wo die Antwort so war, habe ich gefunden, gut, ich sage ihm, ich nehme das an. Es hat natürlich wie bei jedem Wettbewerb auch ein Programm gegeben, wo man die Sachen, die die Teilnehmenden darauf achten sollen, auch beschrieben hat. Auch von Seiten der Denkmalpflege. Es war sehr offen gestellt, es war einfach der Perimeter war gegeben. Und alles andere hat man eigentlich den Künstlerinnen und Künstlern überlassen. Ja, selber über all die Jahre mit einigen Künstlerinnen und Künstlern geredet, auch sehr bedeutenden Leuten aus dem Ausland. Und meinige sind immer auch unter den Kunstschaffenden Teil gewesen. Die einen haben gesagt, das gibt nichts. Kunst kann an so hoch dotierten, hoch kodierten Orten eigentlich nur versagen. Und andere haben gefunden, nein, im Gegenteil, das ist höchst spannend, dass sich Kunst überhaupt vorwagen kann und auch zuvorderst mitdenken, mitmachen. Jeder ging dann auf seine eigene Art dort ran und hat sich damit intensiv auseinandergesetzt. Und diese Auseinandersetzung ist auch ein Teil vom Projekt. Das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag gewesen. Mein Ziel war, dass wir etwas auswählen können, das in die Umgebung und zum Bundeshaus passt. Etwas, das zumindest der Denkmalpfleger sagen kann, das gibt es nihil obstat. Und schließlich auch etwas, das nicht mit meinem Stichentscheid entschieden werden muss.
Ich glaube, man darf keine Angst haben vor so einer Aufgabe. Auch Künstlerinnen und Künstler haben das nicht gehabt. Von diesen 15 Anfragen sind auch 13 Projekte tatsächlich reingekommen. Der magische Moment, wenn dann wirklich die Projekte eintreffen von den Künstlerinnen und Künstlern und ich habe die zum ersten Mal aufgemacht und gesehen, was dort entstanden ist. Die Auseinandersetzung war total spannend. Man muss sich ja vorstellen, dass für Künstlerinnen und Künstler sich eine Art wie ein dreifaches Problem stellt. Einerseits haben sie zu tun mit ihrer eigenen Praxis, die sie über Jahre, Jahrzehnte entwickelt haben, wo sie tatsächlich ja auch eine Sprache für sich gefunden haben und die nicht einfach mit einem Kompromiss zurechtbiegen auf eine so eine öffentliche Situation. Die zweite Herausforderung ist natürlich, dass das kein neutraler Ort ist. Das ist kein weisses Zimmer in einem Kunstmuseum oder in einer Galerie. Und dann das Dritte, was sicher eine grosse Rolle spielt, das sind die technischen Bedingungen, die es halt gibt, die materielle Integration in die Fassade. Da reden ja sicher andere gerne davon. Ich bin René Levi, Künstlerin aus Basel. Ich bin der Partner von der René Levi, Marcel Schmid, Teil vom Studio René Levi. Wir haben zuerst mal versucht, ganz sachlich die Fassade zu analysieren. Und es ist ja eine Fassade aus dem Historismus. Das ist eine Zeit, in der man eigentlich so wie aus dem Setzkasten ein bisschen Teile genommen hat und zusammengesetzt hat. Der Anlass selber ist ja 175 Jahre Bundesverfassung. Auch das ist ja eine Zahl. Und gleichzeitig wissen wir ja, es ist erst 50 Jahre her, dass wir das Frauenstimmrecht haben. Und das ist für uns eigentlich von Anfang an klar gewesen. Dort ist der Ausgangspunkt. Das Frauenstimmrecht. Und ist es richtig, jetzt die Zahl 1971, gehört das jetzt auch die Taufe? Also das ist so wie eine inhaltliche Frage. Ja, also wir sind zuerst mal auf Bern gefahren. Und wir haben eigentlich gar nicht so gewusst oder vor unseren Augen gehabt, dass das Tympanon nicht fertig ist. Wenn man nur das Fernsehbild kennt, als Foto präsent ist, dass da vorne tatsächlich reales, städtisches Leben, ein Markt und die Leute, die Busse und das ganze, die ganze Bewegung auf dem Platz. Das ist schon eine gute Überraschung, eine schöne Überraschung, dass da auch viel mehr Tiefe in diesem Bild hat, Eigenleben. So schaffen wir auch, was ist schon mal da, also rein haptisch, vom Material her, was ist städtebaulich da, was ist Architektur. Geschichtlich da, aber auch, was will ich machen? Die René sucht immer Biografien von Frauen, die... Weil das ist auch ein Riesenarchiv, da gibt es noch viel aufzuarbeiten. Ich bin natürlich in dieser Frauenstimmrechtgeschichte ein bisschen hintendrein. Ich habe dann in diesem Fernsehbericht die Thilo Frey gefunden. Tandis que Madame Thilo Frey de Neuchâtel fait fi des tabous vestimentaires en s'habillant de blanc, symbole d'une virginité parlementaire. Total gestaunt. Habe ich nicht gewusst. Ich habe das als kleines Mädchen miterlebt. Das grosse Ereignis, wo die Frauen im Nationalrat sind. Ich habe sie gar nicht als schwarze Frau gesehen, sondern ich habe die Frau im weißen Kleid gesehen. Und dann bin ich dieser Thilo Frey nah und habe gemerkt, das war ja jemand, wo die Mutter aus Kamerun war und der Vater aus Neuenburg. Thilo Frey, der als eine von den 11 ersten Parlamentarier in 71, peinlich spät eigentlich, der ganze Gender-Diskurs tatsächlich in der helvetischen Politik ist angekommen. Es ist eine Hommage an eine Frau, wo auch zu einer Minderheit gehört hat. Der Marcel fand, ja, ist das denn richtig, dass wir jetzt so eine rausnehmen? Und klar, das ist eine berechtigte Frage. Und er fand, doch, es ist halt auch ein Zeichen. Thilo steht
damit in einem doppelten Sinn, stellvertretend für all die Menschen, die schon immer für das Wohl unserer Gesellschaft gearbeitet und sich engagiert haben, die aber in der allgemeinen Wahrnehmung noch immer möglichst marginalisiert werden. Und das gibt plötzlich dem Werk, das so allgemein als Form, als Struktur, als Ornament dort oben ist, plötzlich eine konkrete politische Dimension in der Geschichte. Aber, und das finde ich ebenso spannend, auch in der Gegenwart, weil die Thilo Frey ist eine Person of Color war. Und die ganzen Diskussionen, die wir heute noch haben über Diversity, die kann man natürlich dort auch an dieser Person nachher versuchen zu verstehen, wie hat sich die denn müssen orientieren. René hat natürlich auch einfach grad losgelegt. Natürlich habe ich mir das auch vorgestellt, wie sieht das aus, wenn es jetzt farbig wäre. Das ist ja dann so unsere Art, wie Marcel und ich zusammen arbeiten. Ich habe viele, viele Skizzen. Er hat weniger Skizzen, aber er schaut ein bisschen, was da geht. Man muss gar nicht so viel erklären. Und dann gibt es ein Gespräch. Wir haben uns ein analytisches Vorgehen müssen erarbeiten, wie dass wir der Komplexität von den Ansprüchen gerecht werden. Und ich glaube, in diesem Fall war es wirklich gut gewesen, weil wir auch immer wieder hinterfragt haben. Die Bedeutung der Fugen haben wir erst im Modell anfangen zu realisieren. Weil uns ist ja dann auch mit der Zeit bewusst worden, wie zentral das Fugenbild in der gesamten Fassade schon ist. Das haben wir aufnehmen. Der Platz, alles ladet eigentlich ein zur Bewegung. Man kann die Bewegung von den Leuten, die auf dem Platz sind, kann man eigentlich aktiv nutzen. Und ist sowieso, wenn man die Leute, die dazugehören zum Bundeshaus, aktiv nutzt, dann werden sie Teil vom Werk. So sehr, dass es René am Anfang gereizt hat, wirklich mit Farben den Tympanon zu füllen. Es ist wie nie stimmig. Es hat nie angefangen zu greifen, bis wir gemerkt haben, nein, man macht genau das Gegenteil. Man arbeitet mit dem, was da ist. Man versucht aber, die Farbe im Hell-Dunkel zu spreizen. Wir haben ein Maleratelier, in dem ich zeichnen kann, in dem ich malen kann. Aber da brauchen wir jemanden, der genau die Kompetenz, die René als Malerin bringt, brauchen wir. Von jemandem, der weiss, wie Keramik entsteht. Das erste Problem, das wir hatten, war nicht das Bundeshaus, sondern wie setzen wir das um? Wie machen wir das? Wir haben keine Ahnung gehabt. Da sind wir in Harzberg gestanden. Die Einzige. Ich bin der Leo Pichler und bin Mitinhaber von der Swiss Keramik. Und mein Name ist Mario Sofia und bin auch Mitinhaber von der Swiss Keramik Kachelmanufaktur. Und ich habe eigentlich gar nicht daran geglaubt, dass Studio René Levi der Wettbewerb gilt. Weil wir erfahren haben, dass da noch viele andere auch noch Projekte eingereicht haben. Und wir vielleicht auch das Selbstbewusstsein hatten von unserer Keramik, dass das ankommt bei einer Jury oder wer auch immer das entscheidet. Wir machen ja sehr individuelle Sachen. Man macht immer vielleicht Sachen, macht man einmal und nachher nicht mehr. So gesehen ist es wie von Grund auf etwas Neues gewesen. Irgendwann ist mir dann während dem Velofahren, ich bin ein begeisterter Velofahrer, habe ich einen Beschluss gehabt, wir müssen für jede Kachel, die wir machen, müssen wir ein Modell machen und eine Form. Und sonst können wir das gerade vergessen. Die Grösse von diesen Teilen war die Herausforderung. Ja. Sind nicht alle gleich gross gewesen, aber es hat sehr grosse Teile darunter. Der Grösste ist über einen Meter in der Länge. Und das ist in der Keramik ist das riesig. Wir waren dort und haben eine Ofenkachel gefunden mit dieser Rillenstruktur. Wir haben in einem Gespräch mit Cornelia Gassler gemerkt, ja, hallo, das gibt ja ganz unterschiedliche Effekte, die in der Ausrichtung dieser Rillen
da ist das Potenzial drin, das wir dann ja genutzt haben. Das ist eben das Geniale, dann vielleicht auch ein bisschen an Obwalden, haben wir angefangen, netzwerken. Irgendwann brauchst du für so ein Projekt ganz einen Haufen Leute, die dir helfen. Und sonst hast du keine Chance. Da kommen die zwei Künstler aus Basel und auch wollen eine Wahnsinnsidee und wollen dann noch, dass sie Muster machen. Das ist eine riesige, teure Sache, oder? Das heisst, wir, wie auch sie, haben sehr viel Herzblut und Zeit drin. Und Cornelia hat dann gefunden, so komm, das ist eine gute Sache, wir machen das. Jede Kachel ist von Hand einzeln hergestellt. Und jede Kachel ist auch von Hand einzeln gespritzt, also mit der Glasur aufgetragen. Und jede Kachel ist einzeln in den Ofen hineingelegt. Und jede Kachel ist einzeln dann auch fertig rausgenommen worden und verpackt. Es soll handwerklich sein und es soll kein Industrieprodukt sein dort oben. Also es soll Herzblut drin haben, es soll Emotionen drin haben. Es ist wirklich ein Einzelanfertigung, es ist ein Unikat. Also jede Kachel und am Schluss natürlich das ganze Teil mit all ihren Künstlerinnen. Wir haben sogar gesagt, es darf nicht zu glatt sein, es darf ein bisschen Fehler haben. Eben, wie das Leben halt auch so manchmal ist. Und überhaupt, also es ist die Höchst und Tiefs und Gräben und einfach das soll leben, dass man soll spüren, dass, ja, die einzelnen Kacheln haben verschiedene Charaktere, so wie Parlamentarier ja auch. Und ich habe geschwitzt. Passt eigentlich. Jetzt bist du politisch. Du. Die Platten auch aus der Nähe, wenn man sie anfasst, sie haben eine ganz schöne Haptik. Und wenn man auch weiß, wie sie hergestellt wurden, von Hand, eben wirklich Handarbeit, hat das auch noch was Besonderes einfach. Es ist keine Standardware, die da oben hingehängt wird, sondern es ist wirklich diesen 1:1 dafür hergestellt und ja, da steckt viel Liebe drin. Jetzt sollte man dann sehen, was ist. Also ist für mich schon ein guter Moment, wo man gesagt hat, jetzt geht's dann los. Also die Baubewilligung und alles ist da. Und jetzt wird's ernst. Es sind 246 Kacheln, entsprechend 246 Sitze von unserer Volksvertretung, die ja da in diesem Gebäude tagt. Auch die Geometrie der einzelnen Kacheln leitet sich von der Geometrie der Fassaden ab. So wie auch vier von den fünf unterschiedlichen Ausrichtungen der Rillen. Die fünfte Rillenausrichtung dann zeigt auf dem Bärenplatz. Die Ausrichtung bricht die Symmetrie des Mosaik und ergibt je nach Standort, je nach Betrachtungswinkel oder Lichteinfall unterschiedliche Muster, wo sich dann die einzelnen Kacheln gruppieren, sodass sich wechselnde Grossformen zeigen. Es ist für mich die wichtigste Arbeit, weil für mich ist ja seit einigen Jahren sind Frauen ein grosses Thema. Frauen, die vergessen gehen, Frauen, die man nie mehr finden wird, Frauen, die so viel gemacht haben und verloren, zerstört, alles Mögliche. Und eben in der Schweiz erst seit 50 Jahren überhaupt wählen dürfen. Und jetzt die Thilo, ja, das ist... Das ist toll. Ich glaube, das Werk wird schnell angenommen werden, weil es eben einerseits sehr ein modernes Werk ist, in seinem Ausdruck, und andererseits so sehr ein klassisches, das sich eben zurückhaltet und integriert in das Gebäude, das ein Teil kann werden vom Ganzen und durch das ein selbstverständlicher Baustein, kann man sagen, ein künstlerischer Baustein im Parlamentsgebäude wird. Das ist das Schöne an so einem öffentlichen Ort, dass echt offen ist, was jetzt passieren wird. Und jede Überraschung ist ein Gewinn. Alle haben eine Meinung zu diesem Haus. Ja. Und von dem her hoffe ich schon auch, dass das Reaktionen auch gibt. Ja. Dass da etwas geändert hat auf dem Giebelfeld oben.
das ist eben das, wo einem bewusst wird plötzlich, wenn wir schon lange nicht mehr da sind, wird das nur dort hängen. Das ist eben, ich glaube, das, da kommt noch etwas da oben. In der Eingangshalle oben steht ja Omnes pro Uno. Alle für einen. Das ist so die Idee von der Solidarität, die sich da auf Kanton bezieht. Aber es könnte man eigentlich auf die Menschen draussen auch beziehen. Auf das Mal wird es das spannend, dass sich auch die strenge Symmetrie von dieser Fassade plötzlich auflöst in ein Lebensbild. Da gibt es ja ein Spiel von Licht und Schatten, weil es verschiedene Rillen hat. Das Werk wird nicht gleich aussehen im Jänner wie im Juli. Dann wird es ein ganz subtiler Wechsel von der Aussenwelt auf diesen Oberflächen geben. Es ist dynamisch, ich kann auch verschiedene Blickwinkel hineinnehmen. Je nachdem, wo ich her schaue, wird es etwas anders aussehen. Es ist schon bald philosophisch, so viele verschiedene Blickpunkte. Schaue das Gleiche an und sehe etwas anderes. Aber es hat viele Dreiecke, die sich das Dreieck drin aufsplittert. Also es wird dann so eine Art wie ein Bild für das, was drin noch passieren könnte, dass eine Vielzahl von Eindrücken, von Meinungen, von Haltungen, von Erlebnissen, Lebenserfahrungen sich zu einem politischen Willen formieren.